Markus Rolle vor der Kamera, der Mann, der Stetzling in die Landesliga schießt. War eine enge Kiste, war aber zu erwarten. Letztendlich ausschlaggebend, dass ihr daheim dann doch zu Null gespielt habt? Ich denke auf jeden Fall, das Auswärtstor, das war natürlich Gold wert. Ohne das hätte es natürlich nicht gelangt. Aber es ist im Moment eigentlich alles Wurst. Wir haben das jetzt geschafft im zweiten Anlauf. Und ich denke auch für den Bobby, für unseren Trainer, der jetzt uns nach 8 Jahren verlässt, auch das Beste, was passieren hätte können. Ja, wie fühlt es sich jetzt so kurz nach dem Abpfiff an? Unbeschreibliche Szenen haben wir gesehen. Ja, es ist so zuerst das, was nach dem Spiel noch abgelaufen ist. Es ist immer scheiße. Wir haben da einfach probiert, am Schluss jetzt zum Schlichten. Mein Gott, haben ein paar sich halt einfach nicht im Griff. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt erstmal so kaputt. Freue mich jetzt gerade, bin aber wirklich von den Kräften so am Ende, dass ich sagen muss, jetzt muss man erstmal kurz runterkommen, durchschnaufen, vielleicht ein Bierle aufmachen und dann schauen wir mal. Oder Siegerle nachher kriegt genau. Er von uns noch. Markus, wohlverdient, Landesliga-Aufstieg. Feier gescheit, habt euch verdient und dann sehen wir uns in der Landesliga. Alles danke dir. Klar. Bobby Riedl, Aufstiegstrainer, ja, zum Abschied der Aufstieg in die Landesliga. War Fußball, wie man sich nur wünschen kann. Oh, jetzt mal abgesehen von den Szenen am Schluss. Da spielen halt die Emotionen hoch, aber da wollen wir gar nicht drüber reden. Verdienter Aufstieg letztendlich? Ja, ich denke, wir haben vor 3 Jahren ja das Pech gehabt, dass wir gegen Eindling in der letzten Minute noch den Gegentreffer haben hinnehmen müssen. Halbzeit bis 2-0 hinten. Mannschaft reißt nochmal alles raus und deswegen denke ich auch, war es verdient. Wir haben auch im Hinspiel auch mit einem Mann 20 Minuten weniger gespielt, 2 Mann die letzten 7-8 Minuten. Und die Mannschaft wollte es unbedingt, das haben wir gespürt und deswegen denke ich schon, dass es verdient ist. Bobby, wenn man jetzt heute so den Rahmen sieht, knapp 2000 Zuschauer, es geht rauf und runter, ein Tor entscheidet alles, der DFB-Vizepräsident Dr. Rainer Koch war da. Ein Rahmen, wo man sich sagt, da tränen dann schon die Augen ein bisschen, wenn man weiß, okay, jetzt ist alles vorbei. Ja, glaube ich nicht so ganz, weil ich denke, das war das schönste Geschenk, das wir die Mannschaft machen können, dass sie zum Abschluss nochmal in die Landesliga aufsteigen darf. Auch wenn ich es selber dann nächste Saison nicht mehr wahrnehmen kann, aber trotzdem allein das Feeling vor so einer Kulisse, besser geht's nicht, ja. Halt auch alles zusammen, Bobby, wir entlassen die zum Feiern. Die wollten deine Zuschauer, deine Spieler im Hintergrund noch mal sehen. Darum haben sie uns unsere Pro-Inno-West-Werbung runtergeschmissen. Bobby, feier gescheit, Glückwunsch und wohlverdient. Thorsten Frasic, emotionale, ja, ich sage mal, ganze Aufstiegsrelegation haben wir hinter uns. Es hat am Ende dann doch nicht ganz gelangt für Meidingen. Trotzdem haben viele Leute gesagt, Hut ab vor allen Mannschaften, die da daran teilnehmen müssen. Ausschlaggebend, ich habe es vorhin angesprochen, bei Markus Rolle, dass er auswärts kein Tor erzielt habt in Stetzling. Das ist mal Punkt 1. Und dann natürlich, dass du kurz nach der Halbzeit diese 10 Minuten nicht überstanden hast. Ich denke, wenn du die überstehst, hat sie abzeichnet. Es war der erste Eckball, der ist gut gegangen. Dann kannst du ihn nicht klären, haust ihn nicht weg. Gibt den zweiten Eckball und wir wissen ja eigentlich, dass Stetzling diese Möglichkeiten hat, in die Standards die Tore zu machen. Und Wie dort, ja, kommt dieses Tor, aber wir haben eigentlich nur genug Zeit und dann sind wir zu hektisch gewesen und ich glaube, dass die Jungs ganz einfach langsam der Kräfteschwund da war und ich denke, spielerisch waren wir besser, die erste Halbzeit, wir haben eigentlich alles richtig gemacht. Du gehst jetzt 2-0 in Führung, holst das eigentlich wieder nach Hause, aber dass jede Woche das passiert, was letzte Woche passiert ist, ist auch klar, oder? Ja, hätte genauso passieren können heute. Ja. Im Vorfeld ja, der Aufstiegsrelegation haben viele gesagt, der Modus ist einfach zu lang, ist zu kräftezehrend und ist auch irgendwo nicht fair, wenn man jetzt einmal sieht, die Bezirksligisten haben immer zuerst daheim gespielt. Das ist ja auch irgendwo ein Nachteil. War heute nicht der Fall, aber nichtsdestotrotz muss man den Modus eventuell ändern? Ach, weiß ich nicht. Nee, wir waren gefragt und da muss ich dem Dr. Koch recht geben. Willst du direkt absteigen oder willst du Relegation spielen? Da sage ich ganz einfach, ich will Relegation spielen, da habe ich nochmal eine Chance. Ja, wir dürfen uns nicht beschweren. Wir dürfen uns nicht beschweren, dass wir es diese 2 Wochen gehabt haben. Oder die 11 Tage. Es hätte heute auch richtig geil werden können. Ja? Und dann sagt jeder, alles richtig. Aber es ist schwierig. Trotzdem, fairer Verlierer. Thorsten. Und dann ist der ehrliche Ergebnis. Das Ergebnis spricht der Bände. Und die Stetzlinger, muss man Hut ab, das junge Mannschaft. Wir waren am Ende. Ja? Wir haben natürlich auch 4 Wochen vorher. Das ist immer ein Unterschied, ob du negativ reinrutscht oder positiv nach oben kommst. Die Jungs, was die haben, die haben Zukunft von Stetzlingen. Die haben zu Recht. Die sind gelaufen. Ja. Wir haben nicht mehr gekonnt. Und wenn wir Glück haben, kriegen wir nur so ein Ei da vielleicht rein. Aber letztendlich Glückwunsch an Stetzling. Die ist okay. Es ist völlig okay. Thorsten, danke für deine offenen, ehrlichen Worte. Fairer Verlierer.
Wir wünschen euch dann alles, alles Gute auf eurem weiteren Weg. Wir sehen uns sicher irgendwann und die Welt geht nicht unter. Geil, wir haben wieder Derbys. Es gibt nichts Negatives ohne Positives. Jetzt gibt es wieder geile Derbys mit Gersthofen, mit Eichstätten, was weiß ich alles, was da drin humpft, oder? Ich hätte die heute gern gesehen, wenn du irgendwo einen Baum aufkletterst, was man vorher gelesen hat. Ich hätte mir heute gerne einen Fuß gebrochen, weil ich runtergeflogen wäre, glauben wir es. Das Ganze ist es nicht wert. Bleib lieber gesund, bau das Ding wieder auf, bau die Jungs wieder auf und dann geht es wieder weiter mit dem TSV Meidingen. Thorsten Frasic, danke.